Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dieser alte Mann, über 80 Jahre alt, Papst Nikolaus III., fährt also die richtig großen Geschütze auf. Ein Kreuzzug wurde ausgerufen und damit die gesamte christliche Welt aufgerufen, gegen uns in den Krieg zu ziehen. Und zwar geht es um das Königreich Polen. Also das, was wir davon erobert haben, das soll jetzt für die Christenheit zurückerobert werden. Und für diejenigen, die jetzt nicht ganz informiert sind, wie das Verfahren abläuft, es ist so, wir haben jetzt 12 Monate Zeit bis zum 20. Mai 1184, dann wird dieser Krieg beginnen. Bis dahin können beide Seiten ja Verbündete sammeln. Das Problem ist, also hier werden sicher einige noch dazukommen. Ich bin sehr gespannt, wie viele und wer, ob auch Ernst dabei ist. Auf unserer Seite wird vermutlich kein einziger mehr dazukommen, weil es einfach niemanden mehr gibt. Oder was heißt niemanden mehr? Es gibt keinen, der nicht innerhalb unseres Reiches liegt, der unserem Glauben anhängt. Insofern ja, gibt es da keinen, der an unserer Seite kämpfen wird. Im Moment haben wir 11.000 Männer zur Verfügung. Das wird sich nicht gravierend steigern lassen. Wenn es zum Krieg kommt, können wir sicher noch mal 2.000 bis 3.000 Söldner heranholen. Das sind dann immerhin 14.000 Mann. Ja, und dann hängt es davon ab, was der Gegner aufzubieten hat, wer jetzt wirklich mit in diesen Krieg eintritt. Wenn es das Heilige Römische Reich ist, dann seht ihr, sind mal eben 16.000 Mann dazu. Und dann wird es davon abhängen, wie dieser Krieg vom Gegner geführt wird, wie ernsthaft. Einem Kreuzzug beizutreten ist ja das eine, ihn dann auch zu führen ist das andere. Aber es sieht nicht gut aus, das muss man mal sagen. Erschwerend kommt hinzu, dass der gute König Niklot vermutlich demnächst sterben wird. Der Tod ist nah, es wurde uns schon angekündigt. Und das heißt, diese Sache kommt genau in eine, ja, in eine Umbruchsphase, wo der neue König erstmal seinen Platz finden muss. Prinz Jaromar, wo er mit seinen Vasallen zurechtkommen muss. Da werden die Beziehungen erstmal kritisch sein. Nicht alle werden loyal sein. Es kann Fraktionen geben. Alles eine sehr, sehr, sehr unglückliche Angelegenheit für das Königreich Mecklenburg-Pommern. Aber man muss ja auch mal sagen, dass an sich, jetzt mal aus einer ganz großen Perspektive heraus betrachtet, das Ganze eine ganz schöne Reaktion eigentlich ist der christlichen Welt. Denn was erleben wir eigentlich jetzt hier über die letzten 100 Jahre? Wir erleben, dass hier ein heidnisches Königreich, so muss es aus der Sicht der Christen ja aussehen, immer stärker wird und nicht nur den slawischen Glauben sammelt unter eine Krone, sondern auch immer weiter expandiert und auch den Glauben weiter herausträgt. Zuerst sind es die Dänen gewesen, die jetzt unserem Glauben anhängen, und nun waren jetzt mehrere große Schritte hier in Richtung Polen unternommen worden von unseren Herzögen. Und das passt schon wunderbar wie die Faust aufs Auge, dass jetzt reagiert werden muss. Zumal die christliche Welt ja auch erkannt haben muss, dass zum Beispiel der Kaiser es allein nicht schafft gegen uns. Also insofern aus der Logik der Sache heraus sehr, sehr nachvollziehbar, was jetzt hier passiert. Aber dennoch natürlich eine ganz empörende Angelegenheit aus der Sicht von König Niklot und seinen Getreuen. Wie können wir jetzt darauf reagieren? Ja, ich glaube, wir haben jetzt nicht so viele Optionen. Wir müssen jetzt das Jahr nutzen, um Ersparnisse anzusammeln, um uns irgendwie darauf vorzubereiten. Mal gucken, wann der König sterben wird. Vielleicht lebt er auch noch länger und erlebt das Ganze noch mit. Ich weiß es nicht. Ein paar Sachen sollten wir tun. Wir gucken mal. Also Jagd werden wir natürlich jetzt nicht veranstalten, Festmahl auch nicht. Wir dürfen kein Geld verschwenden. Aber ich denke, das ist jetzt ein schöner Moment, wo wir vielleicht, haben wir lange nicht mehr gemacht, Champions einladen. Gerade angesichts dieser Bedrohung rufen wir die slawischen Krieger unseres Reiches auf, zu uns zu stoßen, um unser Heer ja zu verstärken. Also entsenden wir entsprechend die Herolde und hoffen, dass Helden zu uns kommen. Dann habt ihr mir eine Sache mitgeteilt, die mir in der Tat nicht aufgefallen ist, und eine wichtige Sache. Es betrifft hier Graf Olderich. Ihr erinnert euch, das war der ehemalige Ehepartner unserer Tochter Salomea, die wir auch sehr, sehr geschätzt haben, die auch schwanger war. Und wir haben ja schon mitbekommen, dass da irgendwas nicht in Ordnung gelaufen ist. Sie ist ja dann auch gestorben. Und was ich tatsächlich nicht gesehen habe, das ist immer so kursiv, da habe ich irgendwie, das
habe ich noch nie so richtig darauf geachtet. Wir sehen auch, warum er als Verbrecher bekannt ist, hat Verwandtschaft unrechtmäßig hingerichtet. Das heißt, er hat tatsächlich unsere Tochter hingerichtet und das auch noch unrechtmäßig. Also da ist der Kerker eine zu schwache Strafe. Da bin ich absolut auf eurer Seite. Ich denke, es gibt nur eine Option, auch für einen treuherzigen, gerade für einen treuherzigen Blick auf unsere Tochter Herrscher. Wir müssen ihn hinrichten. Das ist, steht für mich außer Frage. Wir halten dadurch Schrecken. Wir setzen Frömmigkeit ein. Er ist als Verbrecher bekannt. Es ist keine Tyrannei und er wird geköpft. So, damit ist das geschehen. Dann eine Sache, die mir ebenfalls hier noch aufgefallen ist. Wir haben aus Versehen unsere Frau auf Ritterlichkeit gestellt, nicht auf höfische Politik. Wir wollen aber jetzt noch versuchen, Diplomatie hier wirken zu lassen mit 30. Ich werde versuchen, Folgendes, vielleicht so als Geste in der Not, nachdem wir uns ja fast sowas wie angefreundet haben mit dem Kaiser Ernst III. Manche von euch haben auch behauptet, ein fleischliches Bündnis wäre mit unserem Sohn geschlossen worden. Wir werden mal versuchen, ihn positiv zu beeinflussen. Vielleicht hilft es ja, dass zumindest er nicht diesem Kreuzzug beitritt. Das wäre ja was. 85%, wow, beim Kaiser, obwohl wir unterschiedlichen Glaubens sind. Das ist schon eine gute Sache. Vielleicht hilft jetzt diese großartige diplomatischen Fähigkeiten. Vielleicht helfen diese jetzt in dieser Situation. Ja, ansonsten, wie gesagt, bleibt im Moment nicht viel zu tun. Wir werden gespannt diese Zeit abwarten, diese 12 Monate. Und vor allem schauen, was beim Gegner, wer dort möglicherweise beitritt. Hier passiert im Moment noch nichts. Gibt's, hier können natürlich andere auch noch der Kriegskasse spenden. Gute Kaiser. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheit, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch Kaiser Ernst ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der edelmütige Mensch, von dem ihr je gehört habt? Ja, natürlich. Kaiser Ernst, wir müssen in dieser Situation ein bisschen, ihr wisst schon. So, ein Champion ist eingetroffen. Ein 16er, sehr gut, wird rekrutiert. 55. Kostet natürlich auch was. Aber Helden sind von großer Bedeutung, meines Erachtens, in solchen Kriegen. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Sache. So, eine Vasallin wurde gefangen genommen. Das ist ein interner Krieg. Ich hoffe, diese Unruhen sind hier endlich mal vorbei. Da können wir im Moment auch nicht großartig eingreifen. Wie ist die Lage im Reich? Geld ist genug da, allerdings minus 16,8. Er ist im Moment wieder in einem Krieg. Er greift, er greift Lothringen an. Das ist sogar ein größerer Krieg. Anspruch von Graf Egidius auf das Königreich. Aha, auf diesem Wege will er sich Lothringen schnappen. Das ist insofern interessant, weil das, ja, kein so lapidarer Krieg ist. 10.000 auf der Gegenseite. Er hat 27.000, weil wer hilft ihm? Robert IV. Aus England und ein Herzog von Duclia. Man kann nur hoffen, dass dieser Krieg länger andauern wird. 19 Monate läuft er schon, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, aber er ist noch nicht entschieden worden. Vielleicht ist das ein Grund, warum der Kaiser möglicherweise nicht in diesen Kreuzzug mit einsteigt. Das wäre eine kleine Hoffnung auf unserer Seite, würde ich mal sagen. So, ansonsten haben wir hier 21,2 plus Einnahmen. Das ist anständig. Ich nehme alles weg, was relevant ist jetzt im Moment für uns. Das brauchen wir auch nicht. Bündnisse können wir aushandeln. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, wir machen es, auch wenn es jetzt für unsere aktuelle Situation keinen besonderen Vorteil hat. Ah, warte mal, wir haben hier eine neue... Aber es ist nur eine Gräfin, ne? Egal. Trotzdem. Okay. Was? Wir machen Bündnis? Und die hat sofort... Hä? Die kann doch kein... Achso, Bündnis. Ich dachte eben eine Fraktion. Hier steht Fraktion. Deswegen war ich verwirrt, Leute. Grafschaft von Talava hat nun lettgallische, slowianskanische Populisten. Ja gut, das braucht uns nicht zu stören. Mit Prinz Kauer, unserem illegitimen Sohn, haben wir auch ein Bündnis. Und ein weiterer Champion ist eingetroffen, oder? Ja, ein 17er. Ich meine, es sind jetzt katholische Champions. Wissen sie, was sie da tun? Kann man das mit gutem Gewissen jetzt annehmen?
Und wir haben eine gefährliche Fraktion? Nein, ernsthaft? Jetzt in dieser Situation auch noch? Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ja, das ist ja eine Katastrophe. Aber hier können wir wenig tun. Das sind halt nicht im Wesentlichen nicht unsere Untertanen. Das ist vermutlich auch das Problem, weil die weise Herrschaft unseres Königs, da würden die Bauern, die einfachen Leute nicht aufbegehren. Hm. Na gut, wir werden ihn erstmal rekrutieren. Die 30 entsprechend ausgeben. Wer weiß, wie viele Champions wir verlieren. Oha, das sieht so aus, als ob das nicht zu verhindern ist, dass es dort ein Aufstand kommt. Und das kommt zum ganz ungelegenen Zeitpunkt. So wie dies hier auch, aber das hatten wir erwartet, dass das passieren wird. Okay, König Niklot ist jetzt erst einmal gestorben. Und zwar, ja, wirklich in einer tragischen, traurigen Situation. Ich glaube, ganz vieles in ihm wollte ein gesichertes, friedliches Reich an seinen Nachfolger übergeben. Das war, glaube ich, eines seiner Herzenswünsche. Und das ist nun nicht erfolgt. Im Gegenteil, im Angesicht dieser Bedrohung ist er jetzt auch noch gestorben. Was für ein tragischer Moment. Der Geist von König Niklot hatte im Alter von 68 Jahren nun endlich diese Welt verlassen. Er starb an den Folgen seiner Fettleibigkeit, auch das noch. Ein alter Mann hat ein langes, erfülltes Leben geführt. König Jaromar besteigt den Thron, ja. Okay, zu dem kommen wir gleich, aber wir erinnern nochmal an König Niklot, der ja eigentlich vom Charakter her erstaunlich friedfertig war und unglaublich beliebt war bei seinen Vasallen. Es gab keinen vorherigen König, der so unumstritten beliebt war. Warum war er beliebt? Weil er vermutlich auch, weil er keine großen eigenen Ambitionen hatte und weil er immer treu an der Seite seiner wichtigsten Vasallen und Freunde gestanden hat, was ihm nicht gelungen ist. Also dementsprechend gab es erstaunlich viel Expansion, auch viel Machtzuwachs für das gesamte Königreich, für die Herzöge. Was ihm nicht gelungen ist, ist das, was er eigentlich vorhatte in diesen Zeiten des Friedens, die er sich so ersehnt hatte, das Land weiterzuentwickeln und weiterzubauen. Aber dennoch auf seine Art mit Sicherheit ein großer König. Ja, Fettleibigkeit, Kultur, Oberhaupt, Ruhmstufe und so weiter, sehen wir alles. Hat in 23 Kriegen gekämpft. Wie bitte? 5 Angriffskriege, 18 Verteidigungskriege, das kann doch nicht sein. Möglicherweise betrifft das auch unsere Vasallen. Ansonsten, ich bin mir sicher, wir haben keine 18 Verteidigungskriege gekämpft. Nun ja, okay. Als König Jaromar werden wir natürlich fortsetzen. 30 Jahre alt. Wir schauen ihn uns nochmal an, der jetzt natürlich, also wir brauchen gar nicht großartig über Ambitionen reden, der jetzt natürlich erst einmal diese heroische Aufgabe vor sich hat, jetzt diesen Kreuzzug abzuwenden. Und wir sehen im Übrigen auch hier gleich die Reduzierung der Aufgebote, einfach weil er nicht so ein großer Herrscher ist. Da müssen wir gleich dran arbeiten. Also, wir sehen jetzt erstmal gar nichts, ne? Doch, jetzt sehen wir es wieder. Okay, er ist ehrgeizig, ganz klar. Ehrgeizig, wir kombinieren das mal mit verschiedenen anderen Sachen. Er ist sadistisch und gierig. Außerdem, und das ist wichtig für ihn, er ist wirklich hochgebildet. Das sehen wir. Und ich glaube, so hoch war bisher noch kein einziger König gebildet. Er ist offiziell meisterhafter Philosoph, wobei, das will ich mal grundsätzlich sagen, diese Bezeichnungen sind ja nur, ich sag mal, stereotype Bezeichnung dieser Sterne. Das heißt, jeder mit 4 Sternen ist meisterhaft der Philosoph und jeder mit 1 Stern ist irgendwie sonst was. Das empfinde ich nicht als Charaktereigenschaften. Das ignoriere ich insofern. Also den Wortlaut dieser Ausbildungseigenschaft, die ignoriere ich. Wir wissen einfach nur, dass der sehr klug ist und sehr gebildet ist. Das will ich noch einmal gesagt haben. Ansonsten hat er Liebesbläschen. Das ist eine Geschlechtskrankheit, wie wir sehen. Zwilling ist er und, also er hat noch eine Zwillingsschwester, glaube ich, und er ist unzüchtig. Ja, er hatte Geschlechtsverkehr abseits des Ehestandes, aber Leute, wer hatte das nicht? So, und ja, ich sag mal so, wir werden seinen Ehrgeiz noch weiterentwickeln. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, weil jetzt ist erstmal ganz klar, sein Ehrgeiz bezieht sich darauf, hier diese Gebiete in Polen möglich zu halten und dem Kreuzzug irgendetwas entgegenzusetzen. Und ich fürchte, wir haben jetzt ein bisschen was zu tun und zu organisieren. Aber erstmal, genau, wir setzen erstmal fort. Dynastieoberhaupt, ja, ist jetzt Herzog Leszek. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das so bleibt. Neuer Vidunia.
Maria billigt uns nicht mehr. Ja, das sind jetzt die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Unsere Vasallen werden uns nicht leiden können. Und das ist echt, echt ein Problem. Okay, wir gucken mal, was wir hier für Optionen haben. Pilgerreise ist normalerweise etwas, was wir machen. Ja, unsere Leute am Beginn. Ist noch die Zeit dafür? Ich meinte, gerade so vor einem religiösen Krieg scheint das doch vielleicht eine wichtige Aktion zu sein. Kostet uns aber Geld. Wir werden erstmal hier wichtige Entscheidungen treffen, aber ich denke, wir kommen nicht drum herum, das zu machen. Festmahl werden wir nicht machen, Jagd auch nicht. Lebenswandel müssen wir wählen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meinte, er ist hochgebildet. Er hat hier begonnen im Bereich gesunder Körper. Ich denke, wir werden diesen Bereich noch beenden. Das ist gewissermaßen das, womit er sich jetzt ja am meisten beschäftigt hat. Aber dann werden wir vielleicht in Richtung Theologe gehen. Und das ist jetzt schon mal ein Blick in die Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass er als kluger und vor allem gebildeter Mensch erkennt, dass diese Religion, wie wir sie bisher verfolgen, nicht so bleiben kann, wie sie ist, weil das nicht mit der neuen Rolle, die unser Königreich hier in Europa einnimmt, übereinstimmt. Er will die Religion, glaube ich, reformieren. Das wird ein ehrgeiziges Thema von ihm sein, verbunden mit einer entsprechenden Expansion, weil wir brauchen ja auch die religiösen Stätten dazu. Also das wird ein Thema sein. Dennoch denke ich, dass wir in diesem Bereich erstmal weitergehen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir hier für einen Schwerpunkt? Nehmen wir Gesundheit oder Theologie? Wir können in der Voraussicht auf das, was passiert, glaube ich, schon mal hier den Schwerpunkt auf Theologie legen. Aber das vielleicht erstmal beenden. Okay, alles klar. Soweit dazu. Wir sind über der Domänenschwelle. Das ist in der Tat ein Thema. Es ist nicht nur das ein Thema, sondern wir haben auch drei Herzogtümer. Das heißt, da müssen wir was machen. Wir werden aber die klassischen Herzogtümer der Könige hier beibehalten. Das heißt, das Herzogtum Schonen und das Herzogtum Mecklenburg. Wir werden das Herzogtum Masuren abgeben. Und das passt nämlich ganz gut. Ich habe gesehen, er ist befreundet sowohl mit seinem Halbbruder Prinz Kauer als auch mit Graf Tomasz. Und beides sind Grafen in diesem Herzogtum. Und insofern erwägt er, einen dieser beiden das zu geben und vielleicht sogar seinem Halbbruder. Ja, der ist nämlich auch hochgebildet. Das passt sehr, sehr gut. Der ist Tagebuchschreiber. Ich denke, die beiden haben sich viel zu sagen. Also, wir übergeben ihm das Herzogtum. Jetzt ist die Frage, ob wir ihm auch die Grafschaft geben. Da bin ich ein bisschen... Also, wir werden ihm auf jeden Fall... Nee, Galinden besitzen wir selbst und Sassen, ja. Wir müssen mal gucken. Sassen ist ja noch nicht reformiert, ne? Also es ist noch keine Feudalgrafschaft. Vielleicht kann er sich darum kümmern, wobei der hat auch nur 93 Gold. Naja, ich würde mal sagen, wir geben ihm die Grafschaft Sassen. Okay. Galinden werden wir erstmal noch behalten. Gut. Die Sache ist erstmal getan. So, was haben wir dann noch? Wir haben unseren Rat zu besetzen, ganz wichtig. Oh ja, und wir müssen uns mit unserer Gemahlin mal beschäftigen. Königin Ingegerd, gerecht, maßvoll und geduldig. Was für eine tolle Frau erstmal. 25 Jahre alt, auch sie hat Liebesbläschen, sie ist Flaggeland. Die Katharsis der Selbstgeißelung ist das Einzige, wonach sich Ingegerd besser fühlt. Ernsthaft? Okay, wisst ihr was? Ich glaube, die passen perfekt zusammen. Ich glaube nicht, dass sie sich selbst geißelt, sondern er wird sie immer auspeitschen, oder? Und sie findet das ganz großartig. Sie nimmt das als religiöses Ritual oder sowas. Ja, ich denke, das könnte hinkommen. Und sie ist schwanger und wichtig ist noch, wir haben auch schon eine Tochter, Prinzessin Bertha, die im Moment Erbin wäre. Auch das ist ja nicht ganz unwichtig. Okay, so jetzt ist die Frage, inwiefern unterstützt sie uns, in welchen Bereichen? Talentiert ist sie in der höfischen Politik. Ja, das ist sogar, glaube ich, jetzt richtig, richtig wichtig, weil wir werden jetzt unseren Ratsverwalter beauftragen, intern die Stimmung zu verbessern. Jetzt ist aber überhaupt die Frage, wer wird unser Ratsverwalter? Die Königin Mutter ist sehr talentiert, aber wir müssen natürlich die wichtigen Herzoge bedenken. Und da würde
an erster Stelle Herzog Antoni von Großpolen jetzt hier in Frage kommen. Ich denke, ja, wir müssen das machen. Wir müssen hier die Meinung verbessern. Er will auch in den Rat. Ja, genau. Also, du wirst das werden. Kanzler, er hat immer noch eine minus 45 Meinung. Ja, sadistisch, haut rein. Das ist das Problem. Jaromar wird sehr unbeliebt sein, wegen seinem Sadismus. Minus 10. Hier kommt noch großzügig gegen gierig hinzu. Angriffskrieg minus 16? Das verstehe ich nicht. Wir machen doch gerade gar keinen Angriffskrieg. Bin mich ganz sicher. Und wisst ihr was? Ich sehe gerade, was er vorhatte, Jaromar. Oh mein Gott! Er wollte König Niklot ermorden. Ist es das möglicherweise, was er mit dem Kaiser besprochen hat? Es hatte eine Erfolgschance von 5%. Stellt euch das mal vor, was passiert wäre, wenn wir das herausbekommen, wenn Niklot das herausbekommen hätte. Was hätte er getan? Hätte er sich umgebracht? Hätte er ihn umgebracht? Dann hätte eine seiner Töchter oh Gott. Wahnsinn. Okay, die Sache kann ja nun abgebrochen werden. So. Ja, genau. 10 Jahre kein weiteres. Ja, gut. Wobei, das müsste eigentlich automatisch abgebrochen werden, ne? Das will ich allerdings aufgeben, das mit dem Bürgermeister. Da müssen wir anderes machen. Oh Gott, das ist ja wirklich dramatisch. Okay, aber hier wollte ich heimische Angelegenheiten. Meinung direkter Vasallen soll erhöht werden. Genau. Mit ihm müssen wir uns irgendwie besser stellen. Das funktioniert so nicht. So, wer wird Ratsverwalter? Eine ganz bedeutende Position. Das wird wieder der Herzog Siegmund. Der muss Geld ranschaffen, ganz wichtig. Okay, einen Mächtigen auch im Rat. Aber die sind alle so schlecht auf ihn zu sprechen. Hat Verwandten eingekerkert, minus 14. Hat er das? Na gut. Okay, dann haben wir unseren Ratsmarschall. Der ist mit 23 grandios. Da wird es keinen besseren geben. Der bleibt drin, denke ich, auch wenn er kein Mächtiger ist. Ich guck mal, Leszek mit 8, nee, käme nicht in Frage. Nee, der wird es sein. Und jetzt ein Ratsspitzel, sollte ein zuverlässiger Typ sein. Graf Kasimir, 50. Wenn wir ihn in den Hof holen, wird da... Eieiei, hohe Steuern. Okay, das können wir noch reduzieren, das muss ja nicht sein. Der wäre natürlich schon talentiert, aber es gibt gar keinen, dem wir hier wirklich vertrauen, oder? Außer natürlich unserem Bruder. Ränke spielt 10. Vielleicht kriegen wir aber auch eine gute Meinung mit Graf Kasimir hin. Wenn wir ihn erstmal zum Ratsmitglied machen, hat er schon mal 40. Wenn wir jetzt noch, warte mal, im Reich seine Gesetze irgendwie anpassen. Wo haben wir ihn? Der hat nämlich hohe Feudalsteuerstufe. Das muss nicht sein. Wir können das auf normal zurücksetzen. Dann sind wir schon mal bei 25. Und ich glaube, dass der... Hier ist es am wichtigsten, wenn der Ratsspitzel auch auf unserer Seite ist. Insofern versuche ich mal eine Beeinflussung. 73%. Okay, soweit dazu. Hier, die Vidinia ist auch noch ein Problem. Minus, oh Gott, ja, bei der ist es echt ein Problem. Da ist es eigentlich super wichtig, dass sie auf unserer Seite ist. Können wir ihr ein Geschenk schicken? 150, das bringt Anspannung, weil wir gierig sind. 21 Meinungen, das reicht noch nicht. Dann lohnt es sich jetzt auch nicht, das zu machen. Aber oh, das ist so wichtig, dass sie eigentlich auf unserer Seite ist. Ist möglicherweise Beeinflussung hier fast noch wichtiger? 73, 13 Monate, 25. Mit einem Geschenk wären wir dann über 0. Das heißt, wir würden nämlich von ihr zusätzlich Steuer und Soldaten bekommen. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich nochmal ändern. Boah, Gott, was für eine kritische Situation, Leute. Okay, einen Hofarzt haben wir ebenfalls nicht. Warte mal, da können wir erstmal gucken, ob wir aus eigenen Kräften jemanden finden. An unserem Hofe. Wir müssen, glaube ich, beim Hof selbst gucken, ne? Genau, wer ist da besonders gebildet? Wir könnten sie zur Hofärztin machen.
Er ist ein angesehener. Ach so, ja, das war doch der alte Arzt unseres Vaters. Ja, das passt doch. Dann machen wir den wieder zum Arzt. Kostet 10. Ich denke, die beste Lösung jetzt in dieser Situation. Ja, wir haben eine gefährliche Fraktion. Gott! Oh mein Gott! Nicht alle Fraktionen sind gefährlich. Okay. Gut, das ist echt ein Problem. Gibt es denn hier eigentlich schon weit... Oh mein Gott, ja. Es gibt einige, die hier eintreten. 42.000. Ja. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass unser König Jaruma ja nicht wahnsinnig ist. Dass er jetzt vielleicht nicht sein gesamtes Heer quasi und seine gesamten Mittel aufwendet, um sich zu verteidigen, sondern dass er möglicherweise erst einmal klein beigibt und dann genau diese Reaktion vollzieht, die ich schon angedeutet habe, dass er daraus die Konsequenz zieht, A, den Glauben zu reformieren, B, einen Kriegerorden aufzubauen und C, zurückzuschlagen. Das Problem ist, bei der Reformierung des Glaubens brauchen wir zwei weitere Religionszentren und eins ist eben in Polen. Und das werden wir verlieren. Aber es geht, glaube ich, nicht anders. Niemand wird... Nein. Oh, was für eine knifflige Situation. Und dann auch noch diese innenpolitischen Fraktionen. Das ist ja gar nicht zu bestehen, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinnig schwierige Situation. Eine Wendung des Schicksals. Ja, okay, alles klar. Als ich alle Vorbereitungen für das Ableben von König Niklor treffe, unterbricht mich ein Page. Diese Misskröte ist einfach ohne mein Zutun gestorben. So spricht man noch nicht über seinen Vater, über diesen großen König. Ich bin wirklich auch ein bisschen entsetzt. So, liebe Freunde, und mit diesem Entsetzen beenden wir erstmal wieder diese Folge. Das muss man erstmal alles sacken lassen, was hier gerade passiert. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.